Nein, es ist keine normale Automeister. Motorboat Classics steht eigentlich für Genuss und für Leidenschaft in allererster Linie. Wir verstehen uns als Messe, die sozusagen die Damen und die Herren gleichermaßen abholt. Wir sind keine ölverschmierte Schraubermesse im Detail, sondern bei uns kann man schon viel links und rechts sehen. Ob ein alter Billardtisch, der aus dem Auto gebaut wurde, oder eben eine Sonderausstellung der 20er Jahre aus Berlin. Wir wollen so ein bisschen den Zeitgeist aufnehmen des alten Berlins und das wollen wir wiedergeben. Ja, das ist einfach, die Autos damals wurden aus meiner Sicht zumindest mit viel mehr Leidenschaft gebaut. Die sind gebaut worden aus anderen Gründen. Man fand das Auto nicht, was man gesucht hatte, wie bei Ferdinand Porsche. Er suchte das Auto, fand es nicht und baute es dann selber. Die Leidenschaften und die Antriebe waren andere. Und so sind die Autos aus dieser Zeit auch irgendwie ein bisschen herziger. Die haben mehr Seele und sie haben mehr Spirit. Das sind die Sicherheitsgurte fürs Auto. Das Auto stand in Leipzig, in einer Autowerkstatt, ganz hinten in der Ecke, total zerlegt, in Farbe grün. Und der wurde mir angeboten, aber ich konnte mir darunter nichts vorstellen, wie so ein Auto mal komplett aussieht. Und dieses Bild, was der Opa noch hatte, das habe ich mir angeschaut und dann habe ich gesagt, das Auto musste haben. Dann bin ich nach Berlin gefahren, Anhänger geholt, Geld geholt und dann bin ich nochmal hingefahren, habe ich ihn geholt. Naja, ich annonciere ja nicht. Ich will ihn ja nicht verkaufen. Ich habe ein Wertgutachten machen lassen und so weiter. Aber die wissen alle hier, die ja so in der Gegend sind, wissen alle, was das sowas für einen Wert hat. Und deswegen. Also ich glaube, ich verkaufe den nicht, solange wie ich noch einsteigen und aussteigen kann. Das ist genau das, was ich hier schon habe. Eigentlich da nachher das Hand. Es gibt ungefähr noch 60 Brennerbohrer, die bekannt sind und eventuell mal fahren könnten oder auch fahren. Die meisten Brennerbohrer, die noch existieren, da sind ja mitunter die Besitzer noch älter wie die Autos.
Aber das ist der Spaß wert mit alter Technik, die begeistert und ist einfach, primitiv, übersichtlich. Man braucht keine Mechatroniker. Man kann alles selbst machen an den Fahrzeugen. Also ziemlich alles selbst und geht eigentlich leicht zu reparieren und es macht Spaß zu fahren.